Talk, welcome back zu einer weiteren Bulk and Grow Serie. Heute die Full Day of Eating, All My Macros, All My Micros, Everything Edition. Ja, ihr seht jetzt gerade mein Frühstück. Ich werde das mal so ein bisschen anders im Video machen, Bild im Bild. Und habe das auch kurz gehalten, gar nicht groß gefilmt heute, weil ich es jetzt kurzfristig entschieden habe, diesen Full Day of Eating zu machen. Einfach weil viele fragen, welche Kalorienmenge esse ich, wie viel Macros etc. Und das werde ich heute mal kurz abbilden oder ja, filmen und das auch mal ein bisschen anders machen als die Meals, die die meisten halt schon kennen. Das heißt, ich werde auch mal auswärts essen und ja, das erste Meal, die Pancakes, das ist halt wirklich, das kennen die meisten, die meinen Channel oder unseren Channel schon kennen. Meine Pancakes und mein Protein Fluff. Wer den Fluff jetzt nice fand, der kann auch nochmal auf dem Channel gucken. Protein Fluff eingeben, wie ich den mache. Ich habe hier einen Schatten im Gesicht. Egal. Wir, oder Julia und ich, besser gesagt, sind jetzt auf dem Weg zum Training. Wir werden heute Schultern und Arme trainieren und mal sehen, wen wir so treffen. Ja, im FitX, McFitX natürlich. Und dann geht's weiter mit den Meals des Tages. Ja, jetzt habt ihr gerade gesehen, die Pancakes und den Fluff, Kalorien, Macros etc. blende ich alle ein. Das war die erste Mahlzeit. Jetzt gönne ich mir noch Monster Zero, wie das auch die meisten schon kennen, als Pre-Workout. There he is. Und dann geht's ab ins Gym. Training ist durch und ich habe ja gesagt, ich zeige euch alle Macros und auch Micros. Deswegen seht ihr jetzt hier kurz meine Supplemente, die ich benutze. Ganz wichtig, die Sojasauce. Nein. Sondern Kreatin, Monohydrat, ganz klassisch. Seht jetzt hier zwar noch ESN, aber da habe ich das einfach von MyProtein reingefüllt. Ganz normales Monohydrat. Zink. Eine Kapsel am Tag, nämlich seit 3 Jahren bestimmt. Omega 3, Super Omega 3, da reicht eine von am Tag. Und jetzt im Winter baue ich auch wieder Vitamin D3 mit ein. Weil hier in Hamburg gerade ist das Wetter nicht so sexy. Willkommen bei Nuna. Blockers. Sieht man an den Tischdeckchen. Also die Leute, die Krapias Video gesehen haben, wissen schon, wo wir gestern waren. Und ich zeige euch heute mal, wie ich das bei Blockhaus stelle. Die haben die Sachen auch sozusagen auf der Website. Die haben die ganzen Nährwertangaben. Aber ich habe ganz eigene Weise, wie ich das track. Und das zeige ich euch nachher mal zu Hause nochmal, wenn ich da rausgesucht habe. Für die Leute, die Salat nicht in Soße ertränken wollen, weil das Italian Dressing hier hat auch relativ viel Fett. Das man vielleicht auch so ein bisschen schwitzen. Ich lasse mir das immer einfach separat geben
macht da nicht alles drüber, sondern ein paar Lines drüber. Das ist so die Hälfte. Ich zeige euch nachher mal, wie ich das abschrecke. Der Grund, warum Mehl. Danke. Bitteschön. So Cream auch nochmal extra. Ja. Sehr zuvorkommend. Wie gesagt, der Grund, warum wir hier sind, das gute Fleisch. Ich habe Filet Mignon, Baked Potato mit Sour Cream. Das Brot werde ich nicht essen. Das kannst du haben, wenn du willst. Knoblauchbrot ist aber sehr lecker. Bei dir gibt es Mr. Room Steak für die Mrs. Otte. Die Empfehlung. Fleur de Sel. Meersalz, Dill, Amarillo. Würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen salzen. Wer den Channel kennt und mich kennt, weiß, ich bin sehr salty. Ich mag alles sehr, sehr gesalzt. Nicht zu verwechseln mit sexy. Sehr sexy Salz. Fast weg. Aber noch ein kleiner Tipp für alle. Ihr könnt die Haut von der Kartoffel ruhig mitnehmen, wenn ihr die nicht mögt. Die Mikronährstoffe sind nämlich unter der Haut. Da sind die guten Sachen. Ich mag es gern, viele mögen es halt auch. Aber ich. Next Meal. Es ist Pizza Time. Reibekäse Light. Das Wichtigste an dem Ganzen ist der Knack und Back Pizza Kit. Die Macros für 100 Gramm. Sagen wir mal, für 150 Gramm steht hier auch drauf. 266 Kalorien. Auf jeden Fall hat das ganze Ding nur 7,2 Gramm Fett. Und darauf gibt es halt, wie gesagt, 75 Gramm Leitkäse. Dann schneide ich noch eine Paprika klein. Zwiebeln, ganz wichtig für den Geschmack. Dann kommt dann noch dieser Schinken drauf. Ist auch fettarm. Und Gewürze, ganz wichtig. Pizzagewürz. Und da kommt aber auch noch ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Und dann seht ihr gleich, wie das Ganze dann fertig aussieht, wenn es aus dem Ofen kommt. Oh no! Da mache ich einmal ein Full Day of Eating und dann verbrennt mir die Pizza fast. Also so ist sie für mich noch akzeptabel. Ich habe sie schon mal probiert, seht ihr hier. Ist relativ dunkel geworden. Ich mag es ganz gerne, so ist nicht ideal, aber hier seht ihr das mal. Macht sie gar nicht vor, sorry. Also ich mag sie so gerne. Gesund ist es nicht, wenn die zu dunkel wird, Leute. Macht das nicht so oft. Ja, das ist aber noch nicht alles heute mit den Kalorien. Ach so, bevor ich es vergesse, ich habe ja gesagt, alles heute. Makros, Micros, Supplements, aber auch die Flüssigkeit ist ganz wichtig. Deswegen zeige ich euch, was ich jetzt noch trinke. Also ich habe hier dementsprechend gerade Wasser stehen, das ein stilles Wasser ist oder Wasser aus der Leitung, egal. Ich trinke ungefähr zwischen 5 und 7 Liter Wasser, je nachdem, ob ich trainiere, Cardio mache, etc. Zu der Pizza gibt es jetzt Nesty weißer Pfirsich ohne Zucker in meiner Hawaii Starbucks. In meinem Hawaii Starbucks Becher. Die esse ich nicht. Die kriegt leider nur noch Julia. Die hat ihre kompletten Macros schon vertilgt heute. Also Frauen haben es ja nicht so gut wie die Männer. Ja. See you at the next meal. Aus diesen 4 Zutaten werde ich jetzt in ein paar Sekunden die letzte Mahlzeit zaubern. In 3, 2, 1. Da ist er. Zack, fertig. Sind heute nur 100 Gramm Dinkelflocken geworden, aber egal. Dafür ist der Mokka Lünebest drauf. Und was noch dazu gekommen ist, ist der Nesquik Sirup. 13 Gramm sind das gerade mal. Und wer sich fragt, wie ich das Ganze dann noch ein bisschen mehr süßer gemacht habe, ich habe das Powdered Flavor System von MyProtein Chocolate Smooth Flavor. So 2-3 Gramm, vielleicht auch 4, so ein Teelöffel. Und weihnachtlich, habe ich auch schon öfter erwähnt, bisschen Spekulatius gewürzt. Und ja, fertig ist der Bowl. Ich
heute nicht so voll, aber eine ganze Pizza vorweg, da muss natürlich irgendwann auch mal Kalorien dann dementsprechend angepasst werden. Und dann werde ich mal als nächstes das Ganze, alle Meals zusammenfassen und dann seht ihr, wie viel Calories und in welcher Makroverteilung sich das Ganze zusammensetzt. Ja! Sexy! Wieso kommt jetzt so eine Musik hier?